Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Ghost Recon Wildlands News. Dieses Mal mit zwei Kleinigkeiten eigentlich nur. Zum einen gibt es so eine kleine, aber dafür feine Neuigkeit zum PvP-Modus und der Open Beta. Und dann gibt es noch einen Nachtrag zu dem Video von gestern, nämlich zu der Hexenjagd. Da ist nämlich jetzt quasi auch die Lösung am Start. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal eben im Detail an. Die Closed Beta zum PvP-Modus, die läuft ja momentan auf dem PC. Da dürfen ja eingeladene Spieler dran teilnehmen. Aber im Herbst kommt dann ja auch die Open Beta zu dem Ghost Wars-Modus, wie der PvP-Modus heißt. Und eben diese Beta ist für alle Spieler komplett kostenlos. Das ist jetzt erstmal nichts Verwunderliches, weil so sollte das bei einer Beta auch sein. Aber der Clou an der Sache ist, dass wirklich jeder diese Beta spielen kann, auch Leute, die das Hauptspiel überhaupt nicht besitzen. Das heißt dann, so wie es momentan jedenfalls aussieht, dass wirklich ab Herbst jeder, der das Ganze mal ausprobieren will, diese Beta auch anspielen kann. Da wird dann halt nur der PvP-Modus integriert sein. Das heißt, ihr werdet das Spiel, also Wildlands an sich, nicht spielen können, wenn ihr das Spiel nicht besitzt, aber ihr könnt auch ohne Spiel diese Beta spielen. Wie das Ganze dann am Ende genau aussieht, wo man sich das Ganze dann runterladen kann etc., das ist noch nicht klar, aber ich finde, das Ganze ist eine feine Sache, halt auch für Ubisoft selber natürlich, weil so kriegt man halt auch lange nachdem das Spiel jetzt schon released ist, halt auch nochmal ein paar neue Spieler vielleicht an Bord. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Nachtrag zur Hexenjagd. Denn heute ist die neue Season gestartet. Und zwar ist das Ganze eine Bonus-Episode. Rache über den Tod hinaus heißt das Ganze. Und das könnt ihr hier gerade sehen. Da haben wir zum einen die Community-Herausforderung. Schalten Sie die Anführer der Propaganda-Abteilung des Kartells aus, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann gibt es noch die Kommando-Herausforderung. Opfern Sie Tiere, um die Hexen zu beschwichtigen. Und die Einzelherausforderung ist tatsächlich komplett das, was wir gestern hier schon im Video gezeigt haben. Und das Ganze ist, wie ich halt auch schon im vorigen Video vermutet habe, jetzt tatsächlich hier als Herausforderung verbraten worden. Es sind auch keine extra Schritte dazu gekommen. Das heißt, man muss jetzt nicht am Ende irgendwie eine Hexe töten oder ja, halt so wie beim Yeti damals, dass man da noch so eine Art Endgegner hat. Das sind wirklich eins zu eins die gleichen Schritte. Von daher könnt ihr, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, das Ganze hier auf unserem Kanal natürlich sehen. Das Schöne ist, wenn ihr die Schritte jetzt ausführt, bekommt ihr natürlich für jeden Teilstep, den ihr da macht, jede Menge EP und Ressourcen. Das Ganze lohnt sich natürlich mega, wenn ihr im Tier 1 Modus spielt. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch nochmal eine Gesichtsfarbe und ich finde, die sieht diesmal tatsächlich mal badass aus. Damals die Gesichtsfarbe, die man da vom El Yeti bekommen hat, die war meiner Meinung nach ja eine riesen Enttäuschung gewesen. Aber ich finde, diese Gesichtsfarbe hier, die sieht wirklich mal richtig, richtig geil aus. Und auch die beiden anderen Herausforderungen, ich finde sogar den Aufnäher diesmal cool, das Tattoo sieht gut aus, also da hat Ubisoft meiner Meinung nach dieses Mal alles richtig gemacht. Das ist jetzt zwar nichts Großartiges, aber das ist halt so Kleinkram, den ich denn doch eigentlich ganz geil finde. Und wenn man einmal weiß, wie das Ganze funktioniert, dann hat man das Ganze auch wirklich ratzfatz erledigt. Also ich habe diesmal bei diesem Versuch knapp 10 Minuten gebraucht und war damit durch. Und ich kann wirklich nochmal empfehlen, wenn ihr am Ende den Schänder, wie er jetzt hier in der Herausforderung genannt wird, also den Lieutenant, halt da schnappen wollt, dann macht das ruhig so, wie ich das schon im letzten Video gemacht habe. So habe ich es diesmal auch wieder gemacht. Also erstmal die vier Leute vor der Kirche ausschalten, dann direkt zum Lieutenant hinrennen, sich den schnappen. Und wenn man dann erschossen wird, ist der Lieutenant gefreezed und man hat in Ruhe Zeit, da die restlichen Leute platt zu machen oder schnappt sich den Typen gleich wieder und rennt damit zur Hexenhütte. Ja, und das war es dann auch schon. Sollte da noch irgendwas ja noch dazukommen, wovon ich jetzt nicht mehr ausgehe, also ich denke nicht, dass wir da noch irgendwann halt wie beim El Yeti halt gegen eine Oberhexe oder sowas kämpfen müssen. Ich denke, das war es dann jetzt auch. Aber sollte noch was kommen, dann erfahrt ihr das natürlich hier auf diesem Kanal. Was haltet ihr denn von dieser Herausforderung diesmal? Findet ihr die besser als die Yeti-Herausforderung oder seid ihr jetzt am Ende doch enttäuscht, dass es keinen Kampf gegen irgendeine Hexe gab? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch dieses Video hier unterhalten oder informiert hat, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr weiterhin mit Ghost Recon und anderen Videos versorgt sein wollt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal und mir bleibt am Ende nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.